Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr seht es, ich sitze in einem Tesla, aber es ist kein Model 3, sondern es ist ein Model Y Long Range. Ich habe ja schon ein Abholungsvideo gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben. Das ist aber nicht das gleiche Modell. Es ist zwar auch ein weißes Standardausführung, sage ich mal, aber es ist ein anderes Auto. Ich habe jetzt hier das Model Y von der Vermietung EWI Elektrisch aus Bad Zwischenahn geliehen bekommen. Die haben den Wagen im Prinzip gestern erst vom Service Center Ottersberg abgeholt und mir abends gleich vor die Tür gestellt. Und heute kann ich meine Verbrauchsfahrt machen. Vielen Dank, Kai-Uwe, EWI Elektrisch. Gebt das mal im Internet ein. Ich blende die Adresse hier auch ein oder ihr findet die auch in der Videobeschreibung. Und das mache ich nämlich heute. Ich fahre wieder von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Die 130 Kilometer bei Tempo 130. Und ich bin gespannt, ich bin mega gespannt, wie sich das Model Y von der Effizienz her und vom Verbrauch auf dieser Reichweitenstrecke schlägt und ob es die anderen Autos jetzt deklassiert oder in welchem Rahmen es halt sich bewegt. Da bin ich total gespannt. Wetter ist untypisch für mich, Rainmaker leider wieder super. Wir haben ungefähr 20 Grad heute angesagt, 22 Grad, je nachdem. Es ist wolkenlos, wir haben ganz wenig Wind, also eigentlich ideale Bedingungen und da müsste doch das Model Y mal richtig seine Stärken ausspielen können. Ich bin total gespannt und ihr dürft es auch sein, deswegen bleibt dran. Ja, das Tesla Model Y Long Range, das ist jetzt seit ungefähr 2 Wochen, also so Ende August, hier in Deutschland erstmals verfügbar. Und die Modelle, die hier ausgeliefert werden, die kommen alle aus China. Ein paar sind sicherlich enttäuscht, Parkkäufer, weil es eben nicht aus Deutschland Grünheide kommt. Da braucht man noch ein paar Monate. Ich würde mal tippen, erste Auslieferungen frühestens im ersten Quartal 2022. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier in Deutschland die China-Modelle. Das war ja beim Model 3 Standard Range zum Beispiel auch schon der Fall und die waren in der Regel besser als die aus USA. Und wenn ihr das Abholungsvideo gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass diese Model Y hier aus China gut verarbeitet sind. Es gibt ganz wenig zu kritisieren und von daher ist das ein Top-Auto. Kleinerer Kritikpunkt auch bei einigen Käufern ist eben der Akku. Ja, schade, es sind nicht die neuen 4860er Zellen, sondern es sind die, glaube ich, 2180er Zellen von LG. Und der Akku hier in diesem Tesla hat einen Nominalwert laut Fahrzeugschein von 77 Kilowattstunden. Der Björn Nieland hat aber schon mal mit Scan My Tesla das ausgemessen und es sind wohl nominell Full Pack nur so um die 75 Kilowattstunden. Und davon nutzbar sind laut Scan My Tesla so um die 71 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben hier einen 71 Kilowattstunden nutzbaren Akku. Und die WLTP-Reichweite hier von dem Model Y, die soll ja über 500 Kilometer liegen, 507 um genau zu sein. Realistisch wird sich das natürlich so nicht auf der Autobahn darstellen lassen. Da hoffe ich ja mal auf die 400 Kilometer. Ich bin gespannt. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch ein bisschen zeigen, wie dieser Wagen aussieht. Das meiste habt ihr natürlich schon gesehen, ist ja quasi optisch mehr oder weniger ähnlich wie beim Model 3. Aber es gibt halt ein paar Besonderheiten. Natürlich darf auch beim Model Y der offizielle Hundetest nicht fehlen. Und das ist bei diesem Kofferraum, würde ich mal sagen, ein Kinderspiel. Ich weiß nicht genau, wie viel Liter er hat, aber er ist riesig. Ich habe euch ja schon im Abholungsvideo gezeigt, dass ich mich da sogar hinlegen kann und ausstrecken kann, wenn die Rückbank umgeklappt ist. Und aber auch ohne umgeklappte Rückbank ist das eine riesige Fläche. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Hund da reinpasst und sich da wohlfühlt. Meila, komm mal her. Komm. Komm mal rein. Also das sieht doch schon mal sehr groß aus. Machen wir die Klappe zu. Ja, sieht aus, als könntest du da rumtoben. Gucken wir mal von innen. Ja, das sieht doch super aus. Vom Kopf her ist nicht ganz so viel Platz, aber die Fläche hier sehr üppig.
kann sie sich drehen, wenden, fläzen. Ne, Meiler? Alles gut. Und die getönten Scheiben hinten sind auch gut. Da wird die Sonne so ein bisschen zurückgehalten. Na, wie war's im Model Y? Ganz okay, oder? Komm raus. Hopp. Ja, fein. Also im Prinzip bedient sich das natürlich genauso wie ein Model 3. Man hat hier seine Schlüsselkarte oder bedient es über die App. Ein- und Ausstieg, Starten des Autos, das Zentraldisplay, die Mittelkonsole. Das ist alles im Prinzip komplett identisch wie beim Model 3. Auch das gesamte Interieur ist das gleiche. Aber der Wagen ist ein paar Zentimeter breiter geworden und auch der Innenraum ist ein paar Zentimeter länger, also größer. Und man sitzt natürlich viel höher, was daran liegt, dass diese Sitze hier auch hinten so ungefähr 10 cm aufgebockt sind. Hat man sozusagen so eine Art Podest, wo die Sitze drauf montiert sind. Und das merkt man natürlich total, auch in der Übersicht. Wenn man hier aus der Windschutzscheibe guckt, also man fühlt sich schon, als würde man deutlich höher sitzen, ist ja auch so. Und hat eigentlich dadurch eine super Übersicht hier. Und auch die Sitze sind ein bisschen breiter als beim Model 3. Das merkt man. Ich rutsche hier so ein bisschen hin und her. Die sind sogar fast, finde ich mal, vom Gefühl her so breit wie mein Model S. Die Sitze sind auch sehr weich. Die haben also einen sehr weichen Druckpunkt. Fühlt sich auf den ersten Moment richtig bequem an. So ein bisschen wie so eine Tempur-Matratze, falls ihr das kennt, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Also so viskose-elastisch würde ich es mal nennen. Aber so auf Dauer weiß ich es noch nicht. Also was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so dieser definierte Druckpunkt in diesem Sitz. Da bin ich gespannt, wie es sich nachher auf der längeren Strecke irgendwie abzeichnet, ob ich den Sitz bequem oder unbequem finde. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Ich habe auch noch keine richtige optimale Sitzposition gefunden. Also man kann natürlich hier elektrisch alle möglichen Einstellungen machen. Vor, zurück, hoch, runter kippen. Man hat hier eine Lordose-Stütze, die man hoch und runter fahren kann, auf- und aufblasen oder entspannen kann. Das ist alles da. In jedem Fall, was gibt's noch anderes? Also hinten auf der Rückbank, das habe ich euch ja schon im Abholungsvideo gezeigt. Die Rückbank kann man in mehreren Stufen kippen. Das heißt, man kann als Fondpassagier sich eine super bequeme Sitzposition aussuchen. Und das finde ich richtig cool. Das hat mir bei fast allen Autos immer irgendwie gefehlt. Da war das natürlich immer fest hinten. Und hier geht es. Das finde ich richtig gut. So, ich denke mal, das soll es gewesen sein mit der Vorstellung. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Reichweite so sagt und der Verbrauch. Trip A habe ich zurückgesetzt. Wir haben jetzt noch 78% im Akku und eine hier angezeigte geschätzte Reichweite von 306 Kilometer. Da bin ich mal gespannt, ob er das auch wirklich einhalten kann. Und würde ich sagen, jetzt geht's los. Ja, auch hier fällt schon bei den ersten Metern auf, dass das Model Y doch relativ straff gefedert ist. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Mach-E. Da merkt man schon, die Gullideckel, die Bodenwellen, das schlägt sich hier im Innenraum durch. Und das merkt man auch im Geräusch. Es ist so ein dumpfes Poltern zu hören von den Reifen, wenn ich über Gullideckel fahre. Ja, da könnte die Dämmung vielleicht ein bisschen besser sein, finde ich. Ja, der hat ja hier die 19 Zöller drauf auf diesen Standardfelgen und die gibt es auch noch als 20 Zöller hier, die Model Ys. Die 19 Zöller sind ja vielleicht sogar ein bisschen komfortabler als die 20 Zöller, aber auch damit ist es hier doch, finde ich, relativ hart gefedert. Hätte ich mir jetzt gar nicht so gedacht. Also richtig Komfortfahrwerk würde ich es mal nicht bezeichnen. Ja, die Rekuperation ist natürlich Tesla-typisch super, so wie ich sie auch von meinem Model S kenne. Daran bin ich gewöhnt, das heißt Gas wegnehmen und er
bremst sozusagen bis zum Stillstand. Und er bleibt dann auch tatsächlich stehen. Also er rollt nicht weiter. Ja, jetzt an der Ampel kann ich das noch nicht richtig zeigen, aber die Beschleunigung hier vom Model Y, die ist natürlich wieder brachial. Also 5 Sekunden von 0 auf 100. Der hat irgendwie 441 PS, das sind 324 kW. Das zieht ordentlich durch und vor allem eben auch der Tesla-typische Punch. Das heißt, ohne Verzögerung geht es direkt zur Sache, wenn man das Strompedal runterdrückt. Obwohl ich am Model 3 noch nicht so häufig gefahren bin, wurde mir gesagt von Model 3-Fahrern, dass es hier im Model Y nicht ganz so direkt ist. Vielleicht, weil er ein bisschen schwerer ist, denn der Wagen wiegt ja so um die 2 Tonnen. Er ist, glaube ich, so 300 oder 400 Kilo sogar mehr als ein Model 3. Und das merkt man dann natürlich, ne, gerade bei der Beschleunigung. So, und bei schönstem Wetter, für mich völlig untypisch wieder mal, geht es jetzt hier auf die Autobahn und dann wollen wir mal gucken, was er bei 130 so kann. Jetzt sind wir noch in der Geschwindigkeitsbeschränkung, 120, aber man merkt hier schon, der Wagen ist wirklich leise jetzt auf der Autobahn. Also Windgeräusche hört man so gut wie gar nicht. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen, aber die doppelt gedämmten Scheiben hier, also Doppelverglasung, das macht sich dann schon bemerkbar. Und ich glaube, dass der Wagen hier, das Model Y, tatsächlich, was die Windgeräusche angeht, möglicherweise sogar leiser ist als das Model 3. Was man hört, und das ist tatsächlich deutlich dominant, das sind die Rollgeräusche von den Reifen, also die Abrollgeräusche. Also da glaube ich, dass gerade so die Radkästen, die könnten vielleicht noch ein bisschen mehr Dämmung vertragen. Aber das ist jetzt schon mal festzuhalten bei der Geschwindigkeit, dass die Rollgeräusche eigentlich das dominante Geräusch hier sind in dem Auto. Und bin mal gespannt, wie es ist, wenn man ein bisschen schneller fährt. So, ab hier ist jetzt 130, das heißt, wir können die Geschwindigkeit auf die Normgeschwindigkeit erhöhen. Und was man jetzt hier merkt, dass schon die ersten Windgeräusche von der Frontscheibe jetzt kommen. Das ist aber ganz, ganz, ganz wenig, wirklich, also ist vernachlässigbar. Das, was man wirklich dominant hört, ist jetzt das Rollgeräusch der Reifen. Wir haben jetzt hier einen Belagwechsel, vorne haben wir Beton, jetzt haben wir hier Asphalt. Und die ist sehr rau, diese Asphaltdecke. Und da machen sich diese Reifengeräusche doch relativ dominant bemerkbar. Ja, wenn man jetzt, wie man an den Windrädern sieht, ein bisschen Gegenwind, ist aber nur minimal, weil die drehen sich ziemlich langsam, aber er kommt direkt von vorne. Wie gesagt, Windgeräusche spürt man hier kaum, das ist super. Und auch der Verbrauch jetzt hier bei 33 Kilometern, der liegt jetzt hier bei 19,5 Kilowattstunden. Das ist für die Geschwindigkeit und die Größe dieses Autos eigentlich wie erwartet sehr, sehr gut.
43 Kilometer unterwegs und wir haben 19,7 Kilowattstunden im Durchschnitt. Wir haben jetzt noch eine Reichweite von 269 Kilometer angezeigt plus die 43. Da kommen wir also ungefähr auf 315, 314. Das war auch quasi die Reichweite, die er am Anfang noch angezeigt hat. Also da liegen wir bis jetzt quasi exakt bis auf den Kilometer genau drin. Und da bin ich gespannt, ob er diesen akkuraten Wert bis zum Schluss auch durchhält oder ob es da noch Abweichungen gibt. Das ist ja immer die berechnete Reichweite der letzten 50 Kilometer. Also nach dem Fahrstil der letzten 50 Kilometer wird ja diese geschätzte Reichweite angezeigt. Das kann man auch einstellen, 10 Kilometer, 25 Kilometer. Oder auch die aktuelle Reichweite kann man einstellen nach dem jetzigen Fahrstil in dieser Minute. Und wenn ich die jetzt mal einstelle, dann haben wir noch 224 Kilometer Reichweite. Der Durchschnitt liegt bei 263 Kilometer Reichweite. Das heißt, da kann man sehen, ich fahre jetzt ein bisschen ineffizienter als im Durchschnitt der letzten 50 Kilometer. Sowas wünsche ich mir eigentlich auch bei allen anderen Autos. Warum haben die das nicht? Das ist doch nur Software. Kann man doch machen. Ist doch total easy. Ist immer sehr informativ für den Fahrer, finde ich. Ja, normalerweise erwähne ich ja immer bei den Autos, die ich teste, wie die Assistenzsysteme funktionieren. Ich meine, hier muss man das fast gar nicht mehr sagen. Das ist halt der sogenannte Autopilot. Das ist ja eigentlich ein Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, der mit Kameras arbeitet. Und der funktioniert beim Tesla natürlich bis jetzt hervorragend. Ich kenne das ja auch nicht anders von meinem Model S. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich hatte auch noch keine Phantombremsung bisher. Das Blöde ist halt, und das kritisiere ich halt immer wieder, dass beim Spurwechsel der Autopilot hier immer aussteigt. Dass man nicht einfach die Spur wechseln kann und er läuft weiter. Dazu muss man dann den Enhanced Autopilot haben, der hat einen Spurwechselassistent. Das ist anders als bei allen anderen Autoherstellern. Und ich finde das gar nicht schön. Also mir wäre es lieber, ich könnte einfach die Spur wechseln und der Autopilot würde die ganze Zeit anbleiben und sich wieder übernehmen, sobald ich wieder die Spur gewechselt habe. Bei Tesla, da scheiden sich auch mal die Geister, ob man das gut findet, dass man alles nur über so ein Touchscreen bedient und gar keinen Knopf hier mehr hat. Auch am Lenkrad sind nur diese zwei Scrollräder. Ich muss sagen, ich bin es von meinem Model S gewohnt und hier im Model 3 ist es ja sogar noch extremer. Am Model S habe ich ja sogar noch ein paar Lenkradtasten, die sind hier komplett weg. Nur noch zwei Scrollräder. Und ich fahre den Wagen jetzt erstmal so ein paar Minuten oder eine halbe Stunde jetzt und ich habe mich eigentlich total schnell daran gewöhnt. Für mich ist das völlig okay. Es gibt natürlich Leute, die das total kritisieren und sagen, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ich persönlich finde es nicht, da ich sowieso immer nur so ein paar Funktionen brauche. Und die kann ich entweder hier über die Scrollräder bedienen, sind sofort auf dem Touch-Display erreichbar oder per Sprache zu aktivieren. Damit habe ich gar kein Problem. Es macht den Wagen dadurch natürlich extrem puristisch, aufgeräumt und ja, kühl vielleicht, wie manche das finden. Aber ich finde es tatsächlich unheimlich sexy. Also mich stört es nicht, im Gegenteil, ich finde das total gut. Aber dafür hat man ja einen Geschmack, dass der auch abweichen kann. Das heißt, andere Leute können das ganz anders empfinden und das ist auch in Ordnung so. Ein paar Kilometern sind wir wieder in Bremerhaven Zentrum, dann fahren wir wieder von der Autobahn runter, machen die Wende. Dann werden wir ein bisschen Rückenwind haben. Im Moment haben wir 19,7 Kilowattstunden und 59 Kilometer gefahren. Also da vorne kommt die Ausfahrt und dann fahren wir runter.
in Bremerhaven angekommen. 64,8 Kilometer sind es diesmal. Wir haben 18,8 Kilowattstunden verbraucht und momentan die Reichweite, die wir noch haben, ist 244 Kilometer. Super Wert eigentlich. Ich meine, wir sind 130 gefahren. 12 Kilowattstunden haben wir insgesamt verbraucht, laut dieser Anzeige, für diesen Trip bisher. Und jetzt geht es hier einmal rum um die Wendeschleife und dann haben wir ein bisschen Rückenwind. Das heißt, der Verbrauch müsste eigentlich noch wieder ein bisschen zurückgehen. Da bin ich mal gespannt. Kilometer auf der Strecke, 19,2 Kilowattstunden und wir haben noch 216 Kilometer Reichweite, das heißt plus 90 sind wir bei 306. Das ist fast exakt der Wert, den er vorher angezeigt hat, also das ist richtig, richtig genau, muss ich sagen. Also was wirklich schön ist, ist, dass das Model Y ja wirklich sehr wenig Windgeräusche hat hier. CW-Wert liegt, glaube ich, bei 0,24 oder sogar 0,23. Das heißt, der Wagen ist sehr aerodynamisch und das hört man dann auch, weil Windgeräusche sind so gut wie gar nicht vorhanden. Und wenn der Bodenbelag, der Straßenbelag einigermaßen glatt ist und nicht so rau wie vorhin, dann sind auch die Reifengeräusche kein Problem. Dann ist der Wagen wirklich sehr leise. Das ist sehr angenehm zu fahren. Ja, bei unebenen Straßen bzw. Raumstraßenbelag, ja, da sind die Reifen, die Hankooks hier tatsächlich doch sehr laut. Ja, jetzt sind wir so 100 Kilometer unterwegs und haben 19,2, 212 Kilometer Restreichweite. Bin immer wieder begeistert, wie genau diese berechnete Reichweite da doch ist. Das hat man so bei keinem anderen Auto bisher geschafft. So, 120 Kilometer unterwegs. Wir haben jetzt 18,9 noch im Durchschnitt, 186 Kilometer Restreichweite und 46% noch im Akku. Restreichweite, wie gesagt, sehr akkurat. Gleich geht es hier wieder runter von der Autobahn und dann gucken wir mal, wo wir am Ende dann landen. So, da sind wir wieder. Wir haben eine Strecke von 129,9 Kilometer zurückgelegt, laut dieser Anzeige vom Trip A. 24 Kilowattstunden verbraucht, 18,3 Kilowattstunden im Durchschnitt. Wir haben noch eine Restreichweite hier angezeigt von 196 Kilometer und 44% im Akku. Bedeutet, wir haben 34% Akku verfahren und rund 130 Kilometer zurückgelegt. Das heißt, wenn man das mal umrechnet, dann wären 100% Akku ungefähr 380 Kilometer. Und das auf der Autobahn bei Tempo 130. Das finde ich für so ein Riesenauto, das ist ja schließlich so ein Mittelklasse-SUV, finde ich das ziemlich beeindruckend. Und für die Größe war das wirklich der beste bisher bei mir in einem Verbrauchstest erreichte Wert. Gut,
Wir haben schöne Temperaturen, wir hatten 21 Grad, wir hatten ein bisschen Gegenwind auf der Hinfahrt, ein bisschen Rückenwind auf der Rückfahrt, hat sich also irgendwie wieder ausgeglichen. Aber es war sehr warm, es hat auch nicht geregnet, tut mir leid. Nichtsdestotrotz, der Wert ist spitzenmäßig, ich habe es eigentlich auch nicht anders erwartet. Bei dem CW-Wert hier und der Wagen, das Model Y von Tesla, ist wirklich verdammt effizient. Ja, und die Verbrauchswerte sind das eine, aber irgendwann muss man ja auch mal wieder nachladen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie schnell das funktioniert. Also er soll ja irgendwie 190 kW Spitzenladeleistung haben, nicht ganz so schnell wie die Model 3 Long Range. Das heißt, der hat hier ja einen anderen Akku, andere Akkuchemie und anderer Hersteller. Da wollen wir mal gucken, ob das auch funktioniert und vor allem, wie lange er diese 190 kW, wenn er sie denn überhaupt erreicht, wie lange er sie denn durchhält und wie lange das dauert von, ja, sagen wir mal 10-80% vollzuladen. Ja, habt ihr gesehen, die Ladekurve ist doch nicht ganz so gut, wie ich das gehofft habe. Er hat zwar die 190 kW fast erreicht, 188 waren es in der Spitze. Die hat er aber doch dann sehr schnell wieder verloren und ist dann immer weiter gesunken, sodass die Ladung von 7% bis 85% satte 43 Minuten gedauert hat. Das ist, finde ich, im Prinzip zu lang. Da würde ich mir wünschen, dass Tesla da über so ein Software-Update da noch ein bisschen nachlegt. Das ist ja irgendwie auch zu erwarten. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Die Model 3 Standard Range mit den Lithium-Eisenphosphat-Akkus haben auch nochmal einen Ladeboost bekommen, nachdem sie längere Zeit gelaufen sind. Und so vermute ich auch mal, dass das hier passieren wird, wenn nicht unbedingt die Peak-Kilowattleistung, die ist nicht so wahnsinnig entscheidend. Aber die Ladekurve muss irgendwie höher werden. Die fällt für mich jetzt zu schnell ab. Ja, und da kommen wir auch mal zum kleinen Fazit hier vom Model Y. Also hier am Model Y, da scheiden sich natürlich die Geister, wenn jemand hier vom klassischen Verbrenner einsteigt. Der bekommt erstmal einen Kulturschock, völlig klar. Alles nur über den Touchscreen, völlig clean und cool. Das macht es für mich total aus. Andere werden es hassen. Deswegen polarisiert so ein Tesla natürlich immer. Ist klar, merke ich auch in den Kommentaren unter meinen Videos. Nichtsdestotrotz, ich mag Tesla und für mich ist das ein super klasse Auto, vor allem eben auch, was die Reichweite angeht, was die Effizienz angeht. Da kann kaum ein Hersteller hier diesem Auto das Wasser reichen. Ladegeschwindigkeit würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen höher wäre. Ja, und ansonsten, was haben wir hier? Ein Mittelklasse-SUV zum Oberklasse-Preis. Preis ist auch so ein Ding. Ich finde das Model Y doch ein bisschen teuer. Ich meine, das ist hier die Standardausführung, das Basismodell in Anführungsstrichen, hat aber eigentlich schon alles, was man braucht. Man kann auch fast gar nichts mehr hinzukonfigurieren, außer andere Felgen, andere Farbe, eventuell weiße Sitze und den Enhanced Autopilot. Braucht man jetzt erstmal nicht unbedingt. Sodass dieser Wagen hier nach Förderung ungefähr bei 52.000 und ein paar Zerquetsche liegt. Das ist viel Geld, aber die Konkurrenz ist auch nicht viel billiger. Und so ein Model Y, also was die Platzverhältnisse angeht, also da sucht das Auto hier tatsächlich auch so ein bisschen seinesgleichen. Also hinten der Sitzraum ist groß, die Fußgarage ist riesig. Man kann als 1,80 Meter großer Mensch die Beine ausstrecken unter den Fahrersitz oder Beifahrersitz, weil die Sitze so hoch sind. Kofferraum gigantisch, unter dem Kofferraum der riesen Trunk vorne, der große Frunk. Das sind alles Werte, mit denen so ein SUV, hier gerade das Model Y, unheimlich punkten kann. Und da bietet auch kein einziges Auto in der Klasse meiner Meinung nach mehr.
Ja, es gibt aber auch ein paar negative Seiten, finde ich. Das ist zum einen eben das Geräuschniveau. Wie gesagt, Windgeräusche exzellent, kaum zu hören. Reifengeräusche mit den Hancock-Reifen hier, 19 Zöller, fand ich sie viel zu laut. Also mich hat es gestört, gerade bei irgendwie so ein bisschen rauem Untergrund. So auf glattem Asphalt, glatten Beton oder in der Stadt, da merkt man das nicht so. Aber auf längeren Strecken bei höheren Geschwindigkeiten hat es mich ein bisschen gestört. Vielleicht ist das mit anderen Reifen besser. Müsste man mal ausprobieren. Kann ich jetzt leider nicht. Ja, weiterer Kritikpunkt. Das Fahrwerk ist für meine Begriffe für mich zu hart. Manche mögen es vielleicht. Also ich würde es mir ein bisschen komfortabler wünschen. Kann ich auch nichts dran ändern, müsste man damit leben. Gerade eben auch das leichte Poltern hier von den Stoßdämpfern, wenn man über Gullideckel oder so fährt oder Unebenheiten auf der Straße. Das überträgt sich eben auch in den Innenraum, ist immer so ein dumpfes Grollen. Mich stört es tatsächlich ein bisschen. Ansonsten Geräuschniveau wirklich astrein, kann man sich über den Rest jetzt nicht beschweren. Auch die Verarbeitung, Innenraum. Das ist alles auf einem Niveau, wo man sagt, wenn man nicht mit der Schieblehre irgendwelche Maße jetzt misst und vergleicht, hat man da überhaupt nichts auszusetzen. Dafür hat der Wagen natürlich auch noch andere Stärken, wie zum Beispiel das ganze Entertainment. Welches Auto kann das schon bieten? Ich habe hier quasi PlayStation-Spiele auf diesem Auto, quasi out of the box, ohne dass ich was dafür bezahlen muss. Ich habe hier Netflix, kann ich gucken, ich kann YouTube-Videos gucken, ich kann einen Browser benutzen, ich habe hier Spotify, ich habe hier Internetradio und. Alles im Prinzip serienmäßig und im ersten Jahr eigentlich auch völlig kostenlos, außer mein Netflix-Abo. Das muss ich natürlich selbst bezahlen, ebenso wie mein Spotify-Abo. Nach dem ersten Jahr kostet es dann 10 Euro im Monat. Ja, völlig gerechtfertigt, finde ich. Echtzeitverkehrsdaten, Google Maps-Karten, all das, was Tesla halt wunderbar standardmäßig bietet. Super funktionierenden Autopiloten. Hier war alles wirklich klasse auf der Fahrt jetzt. Keine Probleme, keine Phantombremsung, nichts. Einzig und allein, dass man beim Spurwechsel immer wieder den Autopiloten neu starten muss, weil er aussteigt. Das stört mich. Ich habe hier halt nicht die Enhanced-Version. Die hätte einen Spurwechselassistent. Da macht er den Spurwechsel aber eben auch autonom. Wenn ich das Lenkrad bewege, bin ich da trotzdem raus. Ja, Kritikpunkte gibt es natürlich eben auch, gibt aber sehr viel Pluspunkte. Und für mich ist dieses Tesla Model Y ein absolut tolles Auto. Wenn ihr die Chance habt, den Probe zu fahren, macht es. Es könnte sein, dass ihr da gar nicht mehr aussteigen wollt. In jedem Fall, das passiert, glaube ich, 99% aller Leute, die so ein Auto Probe fahren. In jedem Fall steigt ihr mit einem Grinsen aus diesem Auto wieder raus. Das garantiere ich euch. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und vergesst doch nicht, meinen Referral-Code zu benutzen, falls ihr euch ein Model Y bestellt. Oder auch ein Model 3, Model S, Model X, welches Tesla-Modell auch immer. Dann bekommt ihr nämlich 1500 Kilometer kostenloses Supercharging. Das ist doch was, oder? Ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.